So, wie versprochen, gibt es jetzt einen neuen Wagen. Ich schalte mal hier so ein bisschen durch und guck mal, was es werden könnte. Vielleicht sollte ich mal ein neueres Auto nehmen. Ich hatte jetzt einen ganz alten, so einen mittelalten. Jetzt wäre natürlich hier sowas wie der GT86. Oder der ganz neue MX-5, das wäre schon vielleicht was. Wobei so ein Evo auch was Schönes ist. Das ist ein richtig geiles Auto. Aber jetzt wieder sowas Altes, das kann ich später ja noch machen. Carrera, auch cool irgendwie. Lotus ist jetzt nicht so mein Ding. Oh, hier ein M2. Ja. Oder ein M4. Der Mustang GT. Ah, hier AMG wäre auch was. Ferrari, Lamborghini Diablo, Murcielago. Joa, dann. Der sieht auch schön aus. Da könnte ich auch was, aber irgendwie. Ist natürlich unschlitten. Ja, ich würde ja dann. Ich nehme den BMW M2. Ja. So. Jetzt ist es der BMW M2 geworden. Da gucken wir mal. Der hat so an sich schon 370 PS, was natürlich gar nicht wenig ist. Aber jetzt muss hier erst mal ein bisschen was kommen. Bin ich mal gespannt, auf was ich den bringe. Will mich hier ja nicht lange aufhalten. Bike. Den dann gleich tun werde. Aber wobei, ich mach mal hier zurück. Ich will mal raus. Ich gehe mal auf die Piste mit denen. Haltet mich für verrückt, aber ich will mal gucken, wie der als Standardwagen sich fährt. Keinerlei Tuning. Aber ein Rennen ist auch im Standard. Da sein mal drinne. An sich kein schlechtes Auto war. Also gut, ein schweres muss es nicht gleich sein. So, laut Spiel müsste der 2016 rauskommen. Warte, wir machen mal einen Soundtest ganz kurz. Alter, der dreht schon ganz schön hoch, wa? Der fährt sich auch schon gar nicht schlecht im ungetunten Zustand. Schon ein Wägelchen, sage ich mal so, wa? So, die Farbe würde ich vielleicht gar nicht ändern. Das ist halt das typische BMW-Blau. Boah, wie hoch der dreht. Und ich denke, das könnte man sogar
mal lassen. Also er hat extrem viel Grip. Das ist schon mal klar. Also ich kann hier auch gut einlenken, ohne dass der ein bisschen ausbricht. Ja, ganz klassischer BMW, wie man ihn kennt. Fährt sich sehr gut. Ich hätte auch jetzt gar nicht gedacht, dass der so im Standardbereich so zügig ist. Ja, kommt gut um die Kurven. Die Scheinwerfer gefallen mir eigentlich ganz gut von dem M2. Oh, fährt sich schön. Oh, da werde ich weggerammt. Sonst hätte ich das wahrscheinlich unfallfrei überstanden. Und sogar gewonnen. Ah, ich wollte jetzt gerade NOS drücken, aber ist ja noch nicht drin. Aber ihr seht, also der M2 fährt sich so schon mal extrem gut. Wow. Habe ich das jetzt gewonnen oder bin Zweiter? Zweiter, schade, ganz knapp. Also wer noch nicht so eingespielt ist in Rennspiele, der kann durchaus den M2 nehmen. Da macht man keinen Fehler mit. Also gar kein schlechtes Auto. So, jetzt mache ich den auch schnell. Leistung. Ach, ich hatte schon. Oder was? Ach, das hatte der doch jetzt. Okay, das hat er. Hä? Ach so, nee, Entschuldigung. Ich muss es nur nicht kaufen. Das war doch Standard. Ich hatte nur nichts zugewiesen. Ja. Ich dachte, jetzt hatte der das eventuell doch übernommen. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Was nehme ich da? Nee, die Aufladung mache ich zum Schluss, wenn alles so weit dran ist, dann kann ich das besser entscheiden. So, Steuergerät. Die Aufladung deshalb zum Schluss, weil ich gucken will, wie schnell der von 0 auf 100 ist, wenn alles so weit getuned ist. Und wenn der schnell genug ist, kann ich ein Turbo nehmen. Wenn der aber nicht schnell genug ist, von 0 auf 100, muss ich einen Kompressor nehmen. Das ist der Unterschied, den ich dann halt aber erst sehe, wenn alles hochgetuned ist. Aber ich denke, da wird es wahrscheinlich vielleicht sogar doch ein Kompressor. Muss ich mal gucken. Guck mal, so schnell ist er jetzt. 3 Sekunden knapp. Oh, ich kann die krassesten nehmen. So, jetzt muss ich gucken. Hier schafft er 10,06. Eieiei. 29
Das halt die Überlegung. F oder G? F, G, E. Ey, 10 Sekunden auf. Boah, da musst du halt übelst. Ah, der ist schon nicht schlecht. Der TC4D. Aha. Oh ja, ich nehme den. Das sehe ich jetzt schon. Den brauche ich. Der ist extrem gut. Merkt euch, Turbolader Elite TC4D Race. Der ist extrem gut. Leistung 920 PS knapp. Also richtiges Monstrum. Absolut krasse Leistung. Handling lasse ich so erstmal. Monströs, sage ich euch. Erstmal die Fahrzeuglage. Ich sehe hier keinen großen Unterschied. Wahrscheinlich, wenn der ganz oben ist, dann sehe ich einen Unterschied. Seht ihr das? Aber der wird tief gemacht. Gut, das ist natürlich ugly. Sturz finde ich ist immer gut. Und dann kannst du die auch ein bisschen breiter machen, ohne dass es behindert aussieht. So, jetzt erstmal. Er hat keine Frontschürze, keine Motorhaube. Aber eine Spoilerlippe. Logisch, dass ich die nehme. Die ist auch extrem passend. Frontblech hat er auch keine. Kotflügel hat er auch keine. Keine Spiegel. Keine Seitenschweller. Keine. Naja, Auspuff hat er wenigstens. Das sieht cool aus. Race Style 3. Alter, das ist so mega hässlich. Ich schwöre. So, die sind schon extrem gut. Die passen noch. Tja, also viele Teile hat er nicht, wa? Hier kann ich ja so gut wie nichts ändern. Schade. Kein Kofferraum, aber ein Spoiler. Finde ich den, glaube ich, ganz gut. Ja. Wobei der schon ganz schön heftig ist. Ja gut, also viel geändert haben wir jetzt hier leider nicht. Gibt keine Teile. Felgen, die würde ich auch eigentlich gerne lassen. Weil das sind halt original BMW-Felgen, die gar nicht schlecht aussehen. Aber die kann man ja mal ändern. Von der Farbe. Oh ja. Oh ja, nur dieses Stück. Na, das ist natürlich geil. So viel wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich hätte gern nur dieses kleine Stück eigentlich, wobei das auch geil aussieht. Ja. Ich dachte nur. Ne, mit Klarlack sieht besser aus. An allen Felgen.